Bau mal ein Dorf aus nur einer geraden Straße und die Straße ist eine Autobahn, sodass jede 2 Meter eine Ausfahrt ist, die aber nur zu einem Haus führt. Ja, das klingt effizient. In der Tat. Wir machen die Autobahn einmal um unsere Stadt rum. Natürlich die gute, ohne Schallschutzmauer. Straßen sind halt echt teuer, also machen wir die kleinstmöglichen und auch nur aus Feldwegen. Er ist Deutschlands größter Sparfuchs. Ich sehe keine Nachteile von diesem Verkehrskonzept. Es gibt wieder mal Neuigkeiten aus dem Bundesverkehrsministerium. Solange wir finanziell im Plus sind, beschwere ich mich ja nicht über eure Ideen. Und wieso sterben hier eigentlich alle? Huh? Ich habe vergessen, Krematorien oder Friedhöfe oder irgendwas zu bauen für die toten Leute. Deswegen sterben hier alle. Ich habe gerade eine Petition zum Bau einer Schule in unserer Stadt unterzeichnet. Okay, Bradley Price, wo wohnst du? Hier kommt die Schule hin. Das Geile ist, dass man unseren neuen Stadtabschnitt nur von der einen Autobahnseite erwischen kann. Heißt, alle müssen einmal von der Autobahn runterfahren und auf die andere Seite der Autobahn wieder rauf, um dann in die neue Stadt zu fahren. Hä? Da freut sich der Verkehrsfluss.